Hour, meine Damen und Herren, guten Morgen. Die Stimmung hat ein bisschen umgeschlagen. Normalerweise um die Uhrzeit liege ich nicht mehr im Bett, aber die innere Stimmung, das ist manchmal bei mir so, dass man das nicht so anmerken, versucht dann weiterzuarbeiten. Manchmal wird es dann automatisch wieder besser. Nicht verzagen und einen Fachmann fragen, meine ich da bloß. Ansonsten ist ja Mitte Mai, 20. Mai, es wird ja wärmer draußen. Gestern war es ja recht kühl, haben wir noch gemerkt. Und morgen, also heute und morgen wird es besser und dann geht es Montag wieder weiter im Homeoffice oder nicht. Ne? Also in meiner Altersklasse kann man auch mal einen Krankenschein machen. Die Gesellschaft hat ja früher schneller berentet, schon wenn man erstmal 40 war oder so, gibt's, oder in Ruhestand. Das ist ja heute nicht mehr so. Man soll ja länger arbeiten, solange es geht. Als Deutscher, und ich bin ja kein Franzose, habe ich ja auch schon gesagt, da ist es vielleicht anders. Insofern bin ich noch nicht in Rentnerlaune, so heißt es. Ein Rentner ist auch nicht gesünder. Ne? Die Rentner haben keine Zeit und liegen auch im Bett oder auf dem Sofa. Das möchte ich noch nicht. Ich möchte noch ein bisschen arbeiten, sobald es so gut es geht und sobald es wieder geht, nämlich am Montag. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende, ausreichend Bewegung trotz allem, trotz Stimmungslage, schlechte Stimmungslage, ausreichend Bewegung, richtige Ernährung, mit den richtigen Menschen zusammenkommen. Bei mir ist das ganz wichtig, so wie neulich, dass das Hirn auch ein bisschen gefordert wird. Das Hirn muss gefordert werden, der Körper muss auch gefordert werden. Dann geht's sicherlich weiter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zukunft.